Denn wenn die SPD irgendetwas kann, dann ist es Umarmungs- und Integrationsstrategie. Egal, ob da Störenfriede von rechts oder von links sind. Wir waren immer an erster Reihe, wenn es darum ging, dafür zu sorgen, dass in dieser Gesellschaft alles so läuft, wie es schon immer gelaufen ist, und die ganzen Jungspunde schon irgendwie ins System zu integrieren. Wisst ihr, wir beide, wir hatten auch mal eine linksradikale Vergangenheit. In unserer Jugend haben wir 1. Mai-Demonstrationen, Antifa-Demonstrationen, also einen Scheiß mitgemacht. Aber man wird älter, und es gibt ja den alten Spruch, wer mit 20 kein Anarchist war, der hat kein Herz. Und wer mit 30 immer noch Anarchist ist, der hat kein Gehirn. Und ja, mein Gott, das Leben geht weiter. Und wir haben jetzt endlich erkannt, dass immer mit dem Kopf in den Wolken zu stecken und immer sinnlosen Utopien hinterher zu rennen, Blödsinn ist, sondern es geht darum, konkrete Veränderung in dieser Gesellschaft für die Menschen zu machen. Mein Genosse hat es eben schon gesagt, das Asylbewerberkompromissgesetz ist was ganz, ganz Gutes. Da ging es um gefährliche Sachen, da waren Nazis auf der Straße, und wir haben diese historische Situation radikal entschärft, indem wir das Problem bei der Wurzel gepackt haben und dafür gesorgt haben, dass diese Ausländer rausfliegen. Und Genossinnen und Genossen, wenn mich eins auf dieser Welt wirklich aufregt, dann ist es immer wieder, wie auch gerade von den Partnern der CDU, die Leistungen der SPD in den vergangenen 150 Jahren in den Dreck gezogen werden und nicht ausreichend gewürdigt werden. Gucken Sie sich diese Frau Merkel im Bundeskanzleramt an. Die sitzt da, ja, und macht sich einen Dicken auf der Lenz, weil es Deutschland in der Krise so gut geht. Ja, warum geht es der Deutschland in der Krise so gut? Weil unser Genosse der Bosse, Gerhard the Swag Schröder, die Sozialsysteme radikal grasiert hat, weil er aufgeräumt hat, weil er Deutschland krisensicher und zukunftsfest gemacht hat. Und Angela Merkel, diese Sozialistin, diese DDR-Bürgerin, diese FDJ-Aktivistin, die macht gar nichts und heimst die Lorbeeren ein. Und so geht das immer in der Geschichte. Wer hat denn 1914 für die Kriegskredite gestimmt? Ne? Nö, wer war denn das? SPD-Style und das Geld. Wer hat denn so eine scheiß Räteregierung hier verhindert in Berlin? So ein sozialistisches Experiment, damit es auch schön gerade weitergehen kann mit Deutschland, auch wenn es da von 33 bis 45 ein paar extremistische Ausrutscher gab. Aber da waren wir ja auch nicht an der Regierung. Aber sonst, 150 Jahre SPD heißt 150 Jahre treu zu Deutschland. 150 Jahre am deutschen Wesen soll die neue Welt genesen. 150 Jahre Kriegskredite gegen Russland, 150 Jahre Erschießen der blöden Linksabweicher Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, 150 Jahre Berufsverbote, 150 Jahre KPD-Verbot, yo, 150 Jahre Notstandsgesetze, 150 Jahre Vietnamkrieg, 150 Jahre AKWs bauen, wo es nur immer irgendwie geht, und Gewerkschaften mit Rüstungsfirmen verkuppeln, 150 Jahre im VW Aufsichtsrat, treu an der Seite des deutschen Exportkapitals, und FDP und CDU machen immer la 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 la. Wissen Sie, diese Extremisten, wenn die ganze Zeit dran gewesen wären, hätten die Deutschland den Anarchisten und Kommunisten zum Fraß vorgeworfen. Wir haben uns die Hände schmutzig gemacht, um dieses Land dahin zu führen, wo es jetzt ist, dass wir endlich wieder Griechenland, Portugal und die anderen verlorenen Bundesländer wieder regieren können. Wer hat denn die Wiedervereinigung möglich gemacht? Wer hat denn die DDR zu Tode umarmt? Willy Brandt war es, yo. Also soll sich die CDU, die FDP und alle alten, diese anderen Vaterlandsverräter, mal kräftig, ihr wisst schon, wir sind hier der Mac, 150 Jahre SPD, das ist ein Grund zu feiern, und jeder soziale Patriot, jeder, der Deutschland und die Arbeiterschaft Deutschlands im Herzen hat, der weiß, bei 150 Jahre SPD, da kann man nur jubeln und rufen, weiter so. Deswegen werden wir jetzt auch gleich zum SPD-Fest am Brandenburger Tor fahren, und wir werden an der FDP-Zentrale vorbeiziehen, weil einen großen Fehler gab es in der Geschichte der SPD. Der war nicht ganz freiwillig. Das war die Vereinigung mit der KPD hier in der Ostzone. Wir haben die Perspektive, die Vision für die Zukunft. Wir gehen zur FDP-Zentrale und werden Ihnen dort die Zwangsvereinigung von SPD und FDP anbieten, damit die beiden Parteien, die zusammengehören, auch wirklich zusammen können. Und dann wollen wir eine Doppelspitze aus Guido Westerwelle und Tilo Sarrazin gemeinsam am 22. September SPD, Alternative für Deutschland. In diesem Sinne, Star-
Style, Style, Style und das Geld, 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 Style und das Geld. Okay Leute, kommt auf die Straße. Kommt auf die Straße, tanzt, jubelt, zeigt, was Berlin so groß gemacht hat. Sinnloser Hedonismus, ohne Kritik, ohne Verstand. Feiert euer Leben, feiert Deutschland, feiert die SPD, feiert eure Niedriglöhne, feiert eure prekären Arbeitsverhältnisse. Denn alles andere wäre langweilig. YOLO, you only live once. Swag, SPD, Style und das Geld. Style und das Geld! Style und das Geld! Okay, Leute, macht euch auf die Straße. Ja, der Lauti muss noch hinter das Transpi. Transparent, Entschuldigung. Ich bin immer noch in diesem bewegungslinken Neusprech gefangen. Es wäre gut, wenn sich aufrechte Genossen hinter dem Fronttransparent unserer sozialdemokratischen Demonstration sammeln könnten. Ansonsten auf die Nachfragen, die es ab und zu von Journalistinnen gab, warum wir das machen. Ganz einfach, wir wollten schon immer eine rechtspopulistische Demonstration organisieren. Und wie geht das am allerbesten? Man macht eine Demonstration, die Tino Sarrazin und Heinz Buschkowski als Vorbild hat. Mit Parodie kann man in Zeiten der Beliebigkeit alles. Von daher, Gesindel an die Demospitze!